kurz. Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Nein, nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch? Los. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz! Das ist unser Einsatz! Vollgas! Achtung, Beschuss! Die Artillerie nimmt unsere Jungs auseinander! Diese Opfer dürfen nicht umsonst sein. Vorwärts! Sie haben einen von uns erwischt! Augen geradeaus! Ha! Unsere Jungs nicht im Stich! Dreh um!
Sie liefern einen verdammt guten Kampf. Erwischt!
Geschütz weniger, das uns Sorgen macht, Jungs. Sehr gute Arbeit, Jungs. Wir fahren weiter. Die Bösen lassen Feuer regnen. Köpfe runter. Kein Schuh. Sie bewegt sich nicht. Finch, geh raus und sieh dir das an. Pass auf deinen Arsch auf, Finchy. Edward, du bist ihm zur Hand. Geschafft!
Geschütz aus! Erledigt! Weiter! Sie ruhig stellen. Ziel
letzten Stellung auf der Brücke räumen. Geschütz erledigt. Los! Da drüben! Noch mehr Scheiß Schlamm! Schub erhöhen und durch! Befehl, Junge, hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Neue Befehle! Befehle vom Feldsir von Townsend. Feuerbefehl! 3-1-4-2-3! Das ist das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Yes.
Treibstoffleitung leckt. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Komm schon. Jetzt komm schon, Les. Komm schon, hör auf, hör auf. Les. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Verdammt! Vor uns ist Nebel, ich sehe keine 20 Meter weit! Wir brechen durch. Edwards, ich fahre, du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir.